Hallo, meine lieben Freunde, und ein recht herzliches Willkommen auf dem Kanal von Styri.tv. Und heute haben wir schon wieder Neuigkeiten vom PlayStation Plus 2015. Und zwar gibt es wieder tolle neue Spiele, wie zum Beispiel sollte angeblich, das sind nur Richtwerte, liebe Freunde, Pro Evolution Soccer 2014 kommen. Ich habe hier ein kleines Bild für euch vorbereitet. Und zwar Pro Evolution Soccer 2014 ist der größte Konkurrent von FIFA. Und ich persönlich bin eher ein FIFA-Fan und nicht ein Pro Evolution Soccer-Fan. Einfach aus dem Grund, weil mir persönlich der Spielspaß bei FIFA eigentlich viel... Also ich persönlich habe einfach viel mehr Spielspaß dabei. Aber wenn Pro Evolution Soccer 2014 kommen sollte für PS Plus im April 2015, wäre doch einfach nur mega geil. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen. Valiant Hearts und Outworld sind gekommen für PS Plus März. Das sind natürlich auch Top-Titel. Ich verstehe sowieso nicht, wieso so viele Leute jetzt, sage ich jetzt einmal, das bemängeln, weil ich persönlich finde, die sind wirklich tolle Titel. Mercenary Kings ist der nächste im Bunde und da habe ich auch ein kleines Banner hergerichtet. Ein Titelbild. Bei Mercenary Kings, das ist wieder ein Indie-Spiel, wie man hier sieht. Ob das für die PlayStation 4 kommen sollte, das ist wirklich fraglich. Das werden wir natürlich auch wieder sehen. Wahrscheinlich Ende März 2015. Und Spekulationen sagen auch, dass Sly Cooper kommt. Sly Cooper ist auch ein Spiel, ein Adventure, das kann man so ähnlich jetzt wie mit Outworld vergleichen. Das ist ein Jump-and-Run-Spiel, auch für Kids gedacht. Also PlayStation lässt sich da auf jeden Fall sicher auch tolle Titel wieder für die PS4 einfallen. Welche Titel für die PS3 kommen oder welche Titel für die Vita kommen, das kann ich euch leider nicht sagen. Kann natürlich auch sein, dass ein Titel von diesen jetzt für die PS3 oder für die PS4 dabei ist. Das war es jetzt auch schon wieder mit dieser kurzen Info. Ich hoffe natürlich, euch hat diese Info ein wenig weitergeholfen. Dieses Video jetzt in dem Sinne sind reine Spekulationen, also bitte nicht jetzt darauf festlegen. Und ich wünsche euch jetzt auch schon wieder einen schönen Abend, meine lieben Leute und Freunde, und schönen Tag noch. Ciao, ciao.